Ja, hallo ihr Lieben. Wie versprochen, habe ich mir also für euch 2 Tage den Fachkongress gegeben. Ganz viele liebe Leute haben dort gesprochen. Ich will euch jetzt gar nicht alle aufzählen. Über den Professor Dr. Hans-Jörg Albrecht, Burkhard Blienert und ganz viele Leute waren da. Schaut euch das einfach nochmal auf der Cannabis-Seite an. Und da sind die genau aufgelistet. Da kann man sogar auch einen Plan sich mittlerweile herunterladen und ich glaube auch noch mal ganz genau nachvollziehen, was die Speaker so von sich gegeben haben. Ja, insgesamt war natürlich vieles schon gesagt und vieles wusste man auch schon, was da gesprochen wurde. Aber es gab auch einige interessante neue Aspekte und die wollte ich jetzt mit euch mal kurz besprechen. Laut Karl Lauterbach, unserem Gesundheitsminister aus Deutschland, machen wir jetzt diesen Königsweg, sagt man auch. Das heißt, also er meint damit, dass es der einzigste Weg ist, um praktisch den Schwarzmarkt auszutrocknen. Das kann nur die Legalisierung von Cannabis machen. Ihr wisst ja von meinem letzten Video, ich spreche eher von einer Regulierung. Aber gut, der Burkhard Blienert war zuerst da, der war auch gar nicht persönlich da, sondern ist wohl durch Krankheit oder Zug ausgefallen, keine Ahnung, war da eher über Video da und hat das nochmal so ein bisschen verpackt, worum es da jetzt eigentlich genau geht. Also der Konsultationsprozess Cannabis ja, aber sicher. Also er soll halt nicht einfach freigeschaltet werden wie woanders, sondern die wollen halt alles unter ihrer Kontrolle bringen. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Es soll einfach sicher gestaltet werden. Dazu gehört die Einschränkung der Kriminalität, was auch immer jetzt genau damit gemeint ist. Die kontrollierte Wege, Warenhinweise, also das genau vom Samen bis zum endlichen Abgabe, alles protokolliert ist, was wohin gegangen ist, Warenhinweise drauf, keine Ahnung gegen was ist, auf jeden Fall, oder nicht unter 18 oder irgendwie sowas, Warenhinweise auf jeden Fall. Dann Verunreinigungen vorbeugen, das ist natürlich ganz wichtig oder das Wichtigste fast, dass darauf geachtet wird, Qualitätskontrolle. Jugendschutz natürlich, das ist für unsere Regierung ganz wichtig, finde ich auch. Dazu gehört natürlich Werbeverbot und so weiter. Das schauen wir uns noch mal ganz kurz genau an. Ja, lizenzierte Geschäfte für Cannabis. Und da geht es auch wirklich darum, dass da kein Alkohol und kein Tabak ausgegeben werden darf in den Geschäften. Eigenanbau, 2 bis 3 Pflanzen, da ist die Grammzahl nach oben wahrscheinlich offen. Wissen wir aber noch nicht genau. Und wenn ihr dann vor die Haustür geht, dann halt 20 bis 30 Gramm. Und sonst gibt es halt noch viele offene Fragen. So, ich muss das mal oder versuche das mal für euch ein bisschen zusammenzufassen, was der Kai Friedrich Niermann auch von sich gegeben hat. Nur damit wir mal einen kleinen Überblick haben. Also wir bauen jetzt. Was ja auch wichtig ist, es geht ja jetzt nicht nur um den Freizeitkonsum, es geht auch nicht nur um den medizinischen Aspekt, sondern es ging natürlich auch um den industriellen bzw. wirtschaftlichen Nutzhanf-Aspekt, also was unsere Bauern betrifft, Landwirte. Und da bauen wir jetzt zum Beispiel 20 Tonnen circa an in Deutschland und wir brauchen ungefähr, also das ist auch nur eine Schätzung, es wird damit gerechnet, dass wir ungefähr 400 Tonnen brauchen werden. Also nur damit ihr mal seht, was da eigentlich noch nach oben möglich ist. Ja. Ob für den medizinischen oder den Freizeitkonsum aber überhaupt eine Outdoor-Anbau möglich ist, durch Auflagen, Gesundheitsauflagen, Qualitätsauflagen, das ist ja auch noch gar nicht raus. Das heißt, es kann ja sein, dass die so streng sind, dass man sagt, wir können Outdoor gar nicht anbauen. Ja, es ist also nur Indoor möglich. Schöner wäre es natürlich, wenn wir sagen, okay, im medizinischen Bereich bleibt das halt Indoor, strengere Qualitätskontrollen. Und im Outdoor-Bereich, sorry, aber wir rauchen seit 30, 40, 50 Jahren, rauchen wir Pflanzen, die draußen stehen. Und es
es ist bewiesen, dass dadurch keiner krank wird, ja. Auch wenn da mal eine Spinne oder mal irgendwie drauf gekackt hat, ja. Sorry, aber wenn da keine Chemikalien drauf gekommen sind, denke ich mal, gibt es gutes Autogras und da kann man auch mit arbeiten. Und ich glaube, da gibt es auch einen Markt für. Das geht immer nach meiner Meinung auch nach, was haben wir in der Schule gelernt, was will der Markt haben, das produzieren wir auch. Ja. Und wenn der Markt sagt, wir wollen Outdoor-Blüten haben, die Qualität reicht uns, dann sollte man die auch anbieten, allein schon auch wegen dem Energiethema. Ja, Importe wird auch schwierig werden, weil wir immer noch, das würde also bedeuten, dass wir die Kündigung der Single Convention durchführen müssten, weil ja noch gar nicht geregelt ist, dass man jetzt mit THC-haltigen Sachen überhaupt Handel treiben darf, weil dann würden wir wahrscheinlich irgendein Handelsabkommen brechen und müssten dann zahlen oder wie auch immer. Ja, der Anbau muss also vorerst eigentlich in Deutschland erfolgen, zumindest für den Freizeitkonsum. Wird eine spannende Geschichte. Es gibt ja, wie gesagt, diesen Rahmenbeschluss von 2004, 757 JI. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Interessante Sachen stehen da drin. Und es gibt auch einen sozusagen einen Plan B. Sprich, wenn die EU jetzt sagt, da sind noch Probleme oder so, dann wird diese Regierung jetzt auch nicht sagen, dann machen wir gar nichts mehr, dann machen wir wieder was anderes. Sondern die wollen auf jeden Fall entkriminalisieren, das ist auf jeden Fall klar. Und die wollen auch, dass eine gewisse Art von Eigenanbau möglich ist, einfach um den Schwarzmarkt auszubrennen. Und die wollen dann halt statt Fachgeschäfte vielleicht mit CSC, also mit Cannabis Social Clubs, arbeiten. Was schon gut ist, die haben schon beschlossen, dass also für lizenzierte Fachgeschäfte gibt es ja viele Auflagen, dass man das sicher aufbewahren muss und so weiter und so fort. Mitarbeiterschulen, also ganz viele Auflagen. Und die haben aber schon wieder davon, sind schon wieder davon ab, für ein Sozialkonzept nennt sich das. Also jeder, der so ein Geschäft machen will, der muss praktisch oder sollte ein Sozialkonzept aufstellen. Das sind immer mehrere Seiten, was man tun muss, wenn einer süchtig wird oder so ähnlich. Und davon sind sie auf jeden Fall ab, dass die das schon mal nicht mehr brauchen. Ja, auch ist noch nicht ganz klar, ob jetzt in den Fachgeschäften eigentlich, also wenn man das dort kauft, ob da auch der Konsum überhaupt möglich ist. Ja? Also du kannst wegen bei deinem Fachgeschäft vielleicht dein Gras kaufen, aber es ist wahrscheinlich jetzt nicht so wie in den Cannabis Social Clubs, dass du es wirklich auch dann da konsumieren darfst. Ja? Habe ich übrigens auch gehört, interessant, in Holland bezahlen die Leute, die das verkaufen, keine Mehrwertsteuer. Ist auch irgendwie ein Unding, finde ich. Das soll bei uns hoffentlich dann auch anders laufen. Dann hat der Professor Stefan Quenzel auch berichtet, dass es THC-Denkblockaden noch gibt. Fand ich auch sehr interessant. Das heißt, wir sind ja seit 50 Jahren wird es ja praktisch verteufelt. Und in der Gesellschaft, da sieht man ja immer noch, dass es ganz knappe Abstimmungen gab. Und dass wenn jetzt da irgendwie in Nordrhein-Westfalen die vielleicht CDU wieder zu viel Stimmen kriegt und der SPD wieder was weggenommen wird, dann könnte das Ganze schon wieder kippen, das Thema, ja, weil es halt sehr eng ist, teilweise mit 40-60% oder noch enger. Das geschieht durch sogenannte THC-Denkblockaden, so nannte er das. Wir brauchen also wahrscheinlich auch noch eine Zeit, um immer noch zu entdramatisieren, ja. Weil halt Cannabis oft immer noch dramatisiert wird. Und davon müssen wir erstmal runter, dass auch in den allerdunkelsten Köpfen endlich Licht angeht und die begreifen, dass das einfach keine Lösung ist, die Augen zuzumachen und sagen, na, Cannabis gibt's nicht und wir bestrafen weiterhin, wenn du deinen Joint rauchst. In Frankreich wird übrigens viermal so viel Nutzhanf angebaut wie in Deutschland. Fand ich auch sehr interessant. Und auch müssen wir eigentlich auch noch an der Legalisierung von CBD und Nutzhanf arbeiten. Die reden ja jetzt gerade nur von THC. Da ist also noch nicht geregelt, dürfen jetzt die Nutzhanfanbauer oder die CBD-Hanfbauer jetzt auf 1% mit ihren CBD-Pflanzen oder bleibt das auf 0,2 oder 0,3%?
bestehen. Die Grenze ist übrigens raufgesetzt worden in Deutschland von 0,2 auf 0,3% THC. Ja, und auch für die Fachgeschäfte nochmal zurück, da geht es auch nicht einfach, ja, weil ihr müsst euch vorstellen, es gibt ein Werbeverbot. Das heißt, du darfst nicht in der Nähe von Schulen und Kindergarten, sowieso, klar, will keiner. Aber du darfst halt auch kein Werbeverbot machen. Wie soll das also, es gibt ein Werbeverbot, du darfst also keine Werbung machen. Wie soll das also genau laufen? Da werden ja wahrscheinlich dann wieder die Firmen an irgendwelche Influencer herantreten und sagen, ey, ihr müsst für uns Werbung machen, weil wir dürfen das nicht. Wie sollen die Leute die Clubs finden? Gibt es da eine Seite für? Kann man sich da ab 18 einloggen? Gibt es die in gelben Seiten dann zu finden? Da weiß es auch wieder der 15-Jährige. Wie soll das also genau funktionieren, dass die Clubs ja trotzdem gefunden werden? Ja, sonst können wir gleich wieder den Schwarzmarkt lassen, weil am Bahnhof wissen wir, wo wir es kriegen oder in den Parks. Auch da muss drüber nachgedacht werden, finde ich. Dann Fachgeschäfte kann hier nicht jeder, der jetzt denkt, oh geil, es wird legalisiert und jetzt mache ich meinen Coffeeshop auf. Es ist klar, oder es war, glaube ich, den meisten klar, dass sich das so nicht spielt. Da wird es Lizenzkosten geben, die wahrscheinlich in sechsstelliger Höhe sich belaufen. Da werden Sicherheitsräume verlangt, da werden Sicherheitskonzepte verlangt, da werden Mitarbeiterschulungen verlangt, Consulting, Rechtsberatung. Also da gibt es wahrscheinlich Auflagen. Das wird nicht so einfach werden. Wir können nur hoffen, dass es verschiedene Abgabemodelle gibt, also außer Apotheke und fachlizenzierten, also Fachgeschäften, dass es da Cannabis-Social-Clubs noch gibt. Ich habe da eigentlich auch noch eine andere Idee, aber da will ich jetzt gerade nicht drüber reden. Das finde ich auch interessant. Es wurde zwar in Deutschland, habe ich ja vorhin schon erwähnt, von 0,2 auf 0,3% THC erhöht. Also bei CBD rede ich jetzt von, oder Nutzhanf. Also eher von CBD. Aber wo steht das geschrieben? Ja? Also man findet eigentlich keinen richtigen Gesetzestext oder keine Regulierung, wo es jetzt drin steht, dass es wirklich erhöht wurde. Finde ich auch eigentlich ein Ding. Aber das ist wieder typisch Deutschland, dass eigentlich keiner genau Bescheid weiß. Und wir hoffen, dass es bei der Legalisierung ein bisschen anders läuft. Ich habe euch ja schon in meinem letzten Video erzählt, in Thailand ist das ein bisschen anders gelaufen. Ich habe dazu noch mal den Luke Rieschner vor die Kamera genommen. Der war nämlich kurz in Thailand, entwickelt aber auch eine interessante Software für die Regierung und den stelle ich euch jetzt mal kurz vor. Neben mir ist der Luke Rieschner. Hallo. Schön, dass du dir kurz Zeit genommen hast, hier auf der Fachmesse mit mir mal kurz zu talken. Denn du hast gestern einen sehr interessanten Beitrag gemacht und du bist von der WIGI AG, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Aber grob. Macht ihr eine Kontrollsoftware, oder? Wie kann man das umschreiben? Es ist eigentlich eine Lösung, die einem erlaubt, seinen Anbau selber zu managen. Und da im Hintergrund, es gibt verschiedene Standards, die eingehalten werden sollten, je nachdem, wo das Produkt hin soll. Aber für den Konsumenten das Mindeste an Qualitätssicherung, an Qualitätskontrolle auch gewährleistet sein sollte. Auch was Lieferwege betrifft. Einerseits ist immer im Anbau, kann sehr viel schief gehen. Ja, es ist eine Pflanze, ja, man kann sie einfach wachsen lassen, aber wenn man dann in den Konsum, Verunreinigungen, Schimmel etc., also solche Sachen müssen immer vorgebeugt werden. Und grundsätzlich ist es eigentlich ein Managementsystem für diese ganzen Abläufe. Und im Hintergrund hast du einen Live-Audit-Trail, also einen Live, wer macht was, wann, wieso und also wer macht was, wann, wieso und wo. Und diese vier Datenpunkte dann zusammengeführt ergeben verschiedene Reports. Okay. Also das ist das in. Also es ist eigentlich sehr, ist es mehr interessanter für Firmen, die in dem Bereich dann Medizinal, Hanf oder auch jetzt bald vielleicht Freizeitkonsum produzieren? Oder ist es eher für, sage ich jetzt mal, für Länder, die das praktisch staatlich kontrollieren wollen? Also nein, es ist, unsere Software ist ganz klar aufgebaut. Es ist für Firmen, die entweder nach Medizinalstandard oder nach Control Union oder es gibt ja verschiedene Standards, je nachdem, wo ein Produkt hingeschickt werden soll oder wo es konsumiert werden soll und wie es konsumiert werden soll, müssen verschiedene Standards eingehalten werden. Okay, das heißt, ihr passt es dann an? Und wir passen es, nein, man, das passt sich selber an. Man definiert am Anfang, was das Endprodukt sein soll
Und dann sind die Schritte anders. Also wenn ich ein Betäubungsmittel habe, dann habe ich Vier-Augen-Prinzip, dann habe ich Batch Release und alle diese Sachen. Und wenn ich aber rein theoretisch jetzt nur in Anführungszeichen Konsumgüterlevel-Transparenz habe, dann ist das alles viel, viel tiefer gehalten. Und da sind wir so, wir sind nicht eine Lösung für den Staat. Okay. Wir sind eine Lösung für die B2B, also für die Lieferkette. Und was wir in der Schweiz machen durften, ist eigentlich wie einen Hut obendrauf setzen mit einem Reporting-System, dass die Reports gehen an den Staat. Okay. Aber nicht in voller Transparenz, sondern genau, nur also nicht mit Namen und Geburtsdatum. Nein, gar nicht. Sondern die wollen nur die Mindestmenge an Daten, die ihnen erlaubt, diese Pilotprojekte in der Schweiz zu gewährleisten. Also die wollen nicht wissen, wann hat Thomas oder Tobias oder wie auch immer sich nein, absolut, das interessiert niemanden. Es geht nur darum, hat die Person nicht mehr als die 50 Gramm zugelassenen Blüten zum Beispiel gekauft, wurden die in gewissen Abständen, also nicht alles auf einmal, so wird Handel vorgebeugt, also einfach so verschiedene Kontrollmechanismen, aber nichts davon, was jemals das Individuum selber in Gefahr bringen könnte, dass diese Daten misshandelt. Weil niemand will das. Die Leute vergessen das. Da haben die Leute natürlich Panik vor, dass sie wieder ausgehorcht werden oder Datenmissbrauch passiert. Absolut, 100%. Und das war ein sehr spannender Prozess, mit dem Bundesamt für Gesundheit in der Schweiz zu arbeiten, von unserer Seite her zu wissen, auch wie sehr die Angst vor den Daten haben. Die wollen das gar nicht. Das ist null Interesse daran, das heißt, die Leute zu kontrollieren. Ihr werdet jetzt in Deutschland vielleicht tätig mit eurem Programm? Wir, ich war zweimal, war ich bei einem Konsultationsverfahren eingeladen vom Bundesdrogenbeauftragten Burkhard Blinert. Da konnten wir vorsprechen. Deutschland ist noch nicht definiert, wo die Reise hingehen soll. Ja, ja. Es ist nur definiert, dass ein System vorgeschrieben wird. Ich bin ein großer Verfechter von Monopolen und bin der Meinung, es sollte verschiedene Systeme zugelassen sein, die Reporting in ein Gesamtsystem oder eben nicht in ein Gesamtsystem, sondern einfach die Reports so ablegen, dass sie, wenn sie müssen, auditierbar sind, aber nicht, dass es zu einer gebündelten Kontrolle kommt. Also da bin ich ein starker Verfechter aus verschiedensten Gründen, weil das bringt immer Gefahren mit. Ja, erstens das und ich glaube auch, dass einfach an mehr gedacht wird oder wenn einfach mehr Leute daran arbeiten. Der eine macht vielleicht da wieder was besser und so können die ja auch voneinander lernen. Absolut. Und ich vergleiche es immer noch gerne mit in Deutschland, wenn man Bier braut, gibt es das deutsche Reinheitsgebot. Das hat sehr vielen Leuten das Leben gerettet. Sehr, sehr vielen Leuten das Leben gerettet. Auch genommen, damals. Oder? Genommen hat es natürlich, weil ich also nicht das Reinheitsgebot. Ich bin nicht die um Alkohol zu verteidigen, ganz und gar nicht. Aber von der Philosophie her, was jetzt passieren sollte und wird und meiner Meinung nach muss, ist, es muss einfach eine Basis, ein Basisreinheitsgebot her, das dem Konsumenten erlaubt, vor bösen Praktiken geschützt zu werden. Weil leider viele Leute, die in dieser Industrie tätig sind, vor allem schon lange tätig sind, vielleicht nicht alles mit bestem Gewissen und, tun. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach unbedingt vorgebeugt werden muss. Ja. Und dafür haben wir ein System geschrieben, das aufbaut auf verschiedensten internationalen Standards, erlaubt von ganz basic Food Safety zu GMP, also Good Manufacturing, also Pharma-Standards zu produzieren. Und wir sind nicht der, der sagt, was gemacht werden muss. Wir haben ein System, das alles erlaubt. Und dann ist es eigentlich am Regulator oder am Konsumenten. Und da kommt einer meiner Lieblingspunkte. Ich bin der Meinung, der Konsument wird zum Regulator. Wenn der Konsument eine qualifizierte Entscheidung treffen kann und er Vertrauen hat, dass was auf dem Produkt draufsteht, auch drin ist, dann wird er sich selber regulieren, weil niemand will verunreinigte Ware, niemand will Ware, wo die Leute nicht richtig Geld dran verdient haben, die daran gearbeitet haben, also Monopolstellung. Und die meisten gehen heute eigentlich nur nach Preis, oder? Immer. Das ist billiger, das nehme ich.
Ja, ja, wobei, jetzt nehmen wir mal weg vom Cannabis, gehen wir in Bioprodukte. Es sind schon viele, die Bioprodukte konsumieren, weil sie wissen, sie sind besser. Genau. Und bei uns im System kommt am Schluss ein QR-Code drauf und da hast du all diese Informationen drin. Und so denke ich, dass der Konsument das dann selber reguliert wird, mit der Zeit. Aber zuerst muss man irgendwo starten und dazu braucht es halt den Regulator. So, und jetzt unterbreche ich dich, weil setzen wir uns mal kurz in den Flieger. Weil dieser Mann war in Thailand und das ist das, was mich jetzt eigentlich auch interessiert, warum ich dich eigentlich hier vor der Kamera auch habe. Thailand hat ja schnell legalisiert. Du warst jetzt da und hast dir die Geschichte angeschaut. Kannst du mir mal sagen, was denen jetzt, das ist ja praktisch der wilde Westen des Cannabis, könnte man dazu wilde sagen, Osten. Oder? Oder wilde Osten, genau. Was ist da jetzt genau verkehrt gelaufen eigentlich? Also was passiert ist genau, es wurde entkriminalisiert. Gleichzeitig wurde, also medizinal ja schon 2018, und gleichzeitig wurde die einheimische Medizin, also so die Local Remedies, wurde eine Möglichkeit erstellt, wie man die Abgabe machen kann. Und für den normalen Verkauf wurde nichts definiert. Es wurde nur gesagt, ihr dürft mit Blüten handeln. That's it. Wir werden das nicht verfolgen, aber es ist nicht legalisiert. Da würden sich in Deutschland drüber freuen, oder? Ja, jein. Oder auch nicht. Das ist immer die Frage, was man will. Wo geht es dann hin? Oder was jetzt in Thailand passiert ist. Ja. Man hat in Phuket 300 Coffeeshops, die reingeschmuggelte Ware aus Amerika verkauft. Die Hälfte davon ist die Ware, die in Amerika nicht verkauft werden konnte. Also zu horrenden Preisen habe ich auch gehört. Und zu horrenden Preisen, also so 20 Euro aufs Gramm Preise. Und das ist nicht der Weg, weil schlussendlich wir haben so eine Holland-Situation, man kann verkaufen, es ist aber noch nicht da produziert worden. Das heißt, wo kommt die Ware her, wer hat es produziert, wer verdient dran? Es ist immer wichtig, wer verdient dran, ja. Weil es geht ja hier auch darum, dass man in die Zukunft reinschauen, die Leute vielleicht aus der Vergangenheit, aber auch aus der Zukunft. Die also sprich, Steuern haben die auch nicht, müssen die nichts, auch nicht dafür. Nichts. Also es ist eigentlich einfach komplettes Chaos und es hat alle 50 Meter einen Coffeeshop und alle haben das gleiche. Hotelbars und so weiter. Überall Hotelbars, in jeder Mall, der erste Shop in jeder Mall ist ein Cannabis-Shop. Dann hast du in den Hotellobbys, in den Hotelbars, dann hast du Resorts, dann hast du einfach alles, was ich vorstellen kann. Und das mag spaßig ausschauen von außen, aber irgendwo muss ein bisschen ein System dahinter. Jetzt kann man sagen, Asien ist nicht überall so systemgefordert oder wie auch immer, aber grundsätzlich das ist ein großes Problem und das wird überall. Wie haben die jetzt erkannt, dass das ein Problem ist? Weil. Das ist die Kirche hier. Müssen wieder zurück in den Unterricht. Überall, wir hatten in der Schweiz vor 20 Jahren ja auch mal fast legalisiert. Ja. Und dann hatten wir auch überall Coffeeshops. Ja. Und die Leute wurden nicht richtig informiert, und zwar die Leute, die nicht dafür sind. Mhm. Immer, wir dürfen nie vergessen, es wollen nicht alle, dass überall gekifft wird. Ja, ja. Leider oder nicht leider, ich bin nicht hier zu sagen oder leider. Finde ich jetzt auch nicht okay. Aber die haben ihre berechtigte Meinung, wir haben unsere berechtigte Meinung. Luke, ich danke dir für deine Antworten, deine Ansichten und deine Zeit und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Bis dann. Ja, der VCA war auch da, das ist also der Verband für Cannabis-Apotheken, auch sehr interessant. Weil, das ist natürlich, jeder möchte da in dem Markt mitspielen und denen geht es natürlich um Qualität und denen ihre Behauptung, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ist, dass Qualität nur von Apotheken gewährleistet werden kann. Ich bin da etwas anderer Meinung, weil ich glaube, dass auch Cannabis Social Club kann mit Laboren und mit Ärzten zusammenarbeiten und da wäre sehr wohl eine zuverlässige Qualität zu garantieren, gerade wenn man dann mit einer Software arbeitet, die, wie eben vorgestellt, integriert wird. Ja, auch finde ich so Terpenprofile, die erstellt werden sollten und so. Viele haben vielleicht schon mal was vom Entourage-Effekt gehört. Der ist nämlich dafür ganz wichtig und das finde ich auch ganz wichtig, dass dann gerade in Apotheken und so viel mehr aufgeklärt wird über diesen Effekt und
auch viel mehr geforscht wird, was dieser Effekt alles kann. Was ich auch schlimm finde in der Medizin noch, ist, dass teilweise immer noch behauptet wird, zum Beispiel, dass Cannabis bei ADHS überhaupt hilft, obwohl das mit der einzige Grund, oder ich sag mal so, der ADHS ist die Krankheit, wo eigentlich die Kassen die Kosten oft übernehmen. Und dann heißt es wieder, es ist aber gar nicht bewiesen, dass es überhaupt dagegen hilft. Genauso wie bei Depression. Da sagt man nicht, es ist nicht bewiesen, sondern es hilft nicht. Ja? Warum behauptet man sowas? Ich finde, man kann sagen, dass es zu negativen Effekten bei Depressionen führen kann. Das ist aber auch genauso bei bestimmten Dosierungen, Sorten und begleitenden Ärzten sehr wohl auch helfen kann. Ja? So wie wir das von mittlerweile jetzt auch schon von LSD und Pilzen wissen, dass die in der Medizin sehr erfolgreich eingesetzt werden. Und ich finde, sowas zu behaupten, liegt dann einfach auch daran, das hat mir dann auch noch einer erklärt, dass es da einfach keine Studien gibt. Warum gibt es keine Studien? Bei Pillen wirft man den Leuten eine richtige Pille ein, die andere Gruppe kriegt einen Placebo-Effekt und dann vergleicht man diese beiden Studien und kann daraus dann was schließen. Und bei Cannabis ist es wohl dann nicht möglich, oder zumindest bei Blüten, weil man müsste ja praktisch eine 0,0% Blüte haben, die dann eigentlich auch noch nichts riecht und schmeckt. Das wäre praktisch die Placebo-Blüte und den anderen müsste man die richtige Blüte geben und dann die Studie zu machen. Und deshalb ist sowas praktisch nicht möglich. Also ich halte das ein bisschen für scheinheilig. Ich glaube, dass da sehr wohl was möglich wäre. Man könnte ja vielleicht mit Terpenen besprühen und geile Blüten nehmen. Ich glaube, da ist schon was möglich. Man muss es auch halt wollen und finanzieren. Was ich auch noch mal sagen wollte, ist, mir geht es um Integration. Ja? In Deutschland geht es immer viel um Integration von Ausländern und so weiter, das wisst ihr. Und es wird aber zu wenig oder es wird in dieser Legalisierungsdebatte eigentlich gar nicht daran gedacht, was ist mit Integration von Leuten, die eigentlich durch dieses soziale Netz fallen? Was machen eigentlich Cannabis-Dealer, wenn ich es jetzt mal so sagen darf? Dealer sind für mich nichts anderes wie Tomatenhändler. Was machen die in der Zukunft? Steigen die dann auf Koks und Heroin um? Wie fangen wir diese Leute auf? Fangen wir die überhaupt auf? Lassen wir die fallen, dass die sich auf dem anderen Markt breit machen? Wie gehen wir damit um? Und ich finde, das ist ein Thema, das sollten wir wirklich debattieren. Da sollten wir uns wirklich Gedanken darüber machen, ob wir vielleicht diese Leute nicht sozial auffangen können, dass man denen vielleicht durch kleine Schulungen die Möglichkeit gibt, wieder in Fachgeschäften oder in Cannabis-Social-Clubs zu arbeiten oder diese zu leiten und somit ihr Wissen, was sie über die Jahre auch gesammelt haben und haben, einfach auch anwenden können und nicht wieder auf einen anderen Markt wandern müssen. Ja? Und das finde ich einfach ein wichtiges Thema. Ja, habe ich sonst noch was? Wir frieren nämlich hier langsam die Finger ab. Es ist nämlich nicht warm, auch wenn es so aussieht. Ja, eigentlich bin ich ziemlich durch, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Ich finde es gut, wenn wir uns über viele Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, nochmal Gedanken machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch in den Kommentaren lese, eure Gedanken, was würdet ihr machen, zu welchem Thema, war jetzt auch ein bisschen viel kompakt und erwähnt, sonst wäre die Sendung hier wahrscheinlich zu lang geworden. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch entweder viel Schnee, viel Sonne und dass es bald losgehen kann. Es war ja mal von 2023, 2024 die Rede, aber wenn wir Glück haben, dann startet das wirklich schon 2023, Mitte, Ende 2023 und dann sind wir sehr gespannt, was dann wirklich umgesetzt wird. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und ich wünsche euch eine frohe Weihnacht und entspannten Silvester und so weiter. Wie auch immer, feiert, lebt oder schlaft durch. Ja, in diesem Sinne, wir hören.